Will you ever be in love with me? Share a piece of your emotion, or will I stay here in the back and see how you squander your devotion? All the time I wish for more, a way to sweep you off the floor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr im Zeitraffer gesehen habt, war der Mario gestern schon sehr, sehr fleißig, denn der hat ja da schon den Tiefgrund gestrichen. Vielleicht schafft er auch noch den unteren Teil und das. Dann hat er ja auch schon ganz fleißig oben eins von den Gaubenfenstern eingebaut. Und hat wieder ein bisschen Feuerholz gemacht. Jetzt gleich will er das zweite Fenster noch einbauen. Mehr wird es dieses Wochenende wahrscheinlich dann aber eher nichts werden. Er muss morgen schon wieder auf Arbeit. Wir schauen mal, ob wir Vormittag irgendwas hinkriegen, aber ich glaube eher nicht. Wollte sein Auto noch sauber machen. Und ich muss meiner Tochter die Haare machen. Die hat morgen Abend Abschlussball. Also zumindest begleitet sie ihren Freund zum Abschlussball. Und ich selbst bin auch zu einem Geburtstag eingeladen. Von daher wird nichts. Und Sonntag ist der Mario schon nicht mehr da. Mal schauen. Vielleicht widme ich mich dann endlich mal noch meinem letzten Projekt. Das habe ich ja noch nicht fertig. Und zwar ist ja immer noch hier mein Regaldings. Ja, und ich hatte mir ja hier so eine Farbe geholt. Das sieht man ja gar nicht so sehr. Aber das ist echt so ein richtig ekelhaftes Gelb. Das gefällt mir gar nicht. Und nicht da drüben sieht man es ein bisschen. Also das ist richtig gelb. Finde ich auf jeden Fall ganz furchtbar. Ich habe mir noch eine andere Lasur besorgt. Und ja... Wir werden sehen. Ich mache dann jetzt erstmal die Kamera startklar und dann könnt ihr Mario zugucken, wie er noch ein bisschen Fenster einbaut. Heute wird es ein bisschen kälter sicherlich. Gestern war die Luft zwar sehr, sehr kalt, aber die Sonne selber war sehr warm. Und wenn man da in der Sonne stand, war das richtig schön frühlingshaft. Heute ist leider bewölkt. Naja, nützt aber nichts. Dann ist aber, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, aber eigentlich... sind dann echt alle Fenster drin, die rein müssen. Nee, stimmt nicht, eins noch im Hinterhaus, das ganz alte, uralte Bad. Da ist zwar ein Kunststofffenster drin, aber kein neues. Das wäre dann, glaube ich, aber tatsächlich das allerletzte Fenster, was in diesem Haus noch eingebaut werden muss. Und dann sind alle neu. Na gut, wie gesagt, Mojo baut jetzt das andere noch ein und dann... könnt ihr mal gucken, ob ich heute oder dieses Wochenende überhaupt noch was tue.
Einen sonnigen guten Morgen zum Sonntag. Ich habe da in diesem Bauflock jetzt ja nicht so wahnsinnig viel gesehen, weil so richtig gab es für mich auch nichts zu tun. Da waren viele Sachen dabei, die konnte Mario selbst machen. Ich werde heute doch noch gucken, dass ich mein Schuhregalprojekt fertig kriege. Mal gucken, vielleicht kriege ich es tatsächlich an die Wand, aber auf jeden Fall streichen. Ich habe ja anderes. Öl, Lack, Zeugs in einer hoffentlich besseren Farbe und nicht in diesem komischen Gelb. Genau, das werde ich heute auf jeden Fall tun. Im Zeitraffer habt ihr ja gesehen, was der Mario so getrieben hat. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Der war nämlich wirklich richtig fleißig. Ja, genau, von daher, ich drehe mal die Kamera. So, da seht ihr unsere tollen neuen Fenster. Das sieht auch von außen richtig klasse aus. Ich bin zwischendrin mal unterwegs gewesen und da war quasi nur das Fenster eingebaut und das eben noch nicht. Und selbst von unten, obwohl meine Fassade von außen wirklich richtig hässlich ist, sah das von unten schon gleich ganz anders aus mit diesen neuen weißen Fenstern drin. Ja, hier im Dachgeschoss sind dann eigentlich alle Fenster drin, die neuen. Wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, ist, ich habe ja noch ein Dachfenster übrig, weil wir ganz ursprünglich auch da eins reinhaben wollten. Und da hat ja damals der Dachdecker gesagt, das geht nicht, aber es geht ja doch eigentlich. Und ich bin ja jetzt halt gerade noch nicht so sicher. Naja, entweder. Alternativ habe ich überlegt, einen Schrank reinzubauen, weil ja hier trotzdem mindestens bis zu diesem Balken wird die Wand ja zugemacht, da ja das alles so ein bisschen Wohnzimmer wird. Ne? Also auch die Wand wird ja zugemacht bis mindestens zu diesem Balken. Und da wäre es natürlich clever, weiß ich nicht, wenn ich hier ein eine Couch hinstelle und da quasi der Fernseher hängt oder wie auch immer, muss das zu. Und wenn ich dann hier so ein, naja, quasi auch so auf Höhe dieses Balkens, das halt als Stauraum nutze. Ach, ja, ich muss mir halt wirklich langsam mal hier oben einen Kopf machen, wie ich da was bauen will. Der Mario sagt immer, du bist die Bauherrin, du bist die Bauherrin. Und ja, einig sind wir uns, dass wir die Gaube als nächstes mit Gips verkleiden. Das wird wieder richtig cool, wenn wieder so ein Stück zu ist und es nicht mehr so schmutzig aussieht. Naja, auf jeden Fall muss ich einen Plan machen. Damit ich besser planen kann, hat er hier richtig gut aufgeräumt. Also wir haben jetzt hier richtig viel Platz wieder zum Hantieren, ne, die Hölzer, die lagen ja vorher hier so quer. Die hat er jetzt hier rüber gestapelt. Der Gipskarton, der stand ja unter den Fenstern. Wobei da sicherlich eine ganze Menge auch weggehen wird, gerade wenn wir dann die Gaube verkleiden. Ja, ansonsten hat er hier die komplette Wand noch mit Tiefengrund gestrichen. Ach, das hatte ich euch noch gar nicht erzählt. Donnerstag waren die Treppenbauer da und haben das konkrete Aufmaß genommen für die Treppe. Lassen wir uns mal überraschen. Stufen werden Esche mit dunklem Kern. Ich wollte eigentlich dunkles Holz, dann habe ich mir das Bild mal angeguckt. Die Esche selbst ist ja wirklich ziemlich hell. Es ist nur der Kern, der sehr dunkel ist. Aber ich denke, dadurch, dass der Flur ja relativ dunkel wird, also wegen Licht und so, und wenn da die Treppe wieder drin ist, jetzt ist er ja mega hell, aber mit Treppe wird es wieder dunkel. Denke ich, ist das gar nicht so verkehrt, dass der Grundton relativ hell ist. Wir haben uns auf jeden Fall gegen Setzstufen entschieden, damit eben da noch das Licht durchscheinen kann, dass es eben einigermaßen hell hier unten in diesem Flur bleibt. Gut, so, genug gequatscht. Ihr seid auf dem aktuellen Stand und ich mache mich jetzt runter an mein Schuhregalprojekt. Thank you.
So, ich verabschiede mich für diese Woche mit meinem Fensterbild. Ich habe ja den Rahmen und auch das Schuhregal gestrichen und das hat leider länger gedauert mit dem Trocknen als erwartet, weshalb ich stattdessen lieber meine Nägel gemacht habe. Tada. Statt das Holzregal weiterzubauen. Ja, aber das hier war jetzt trocken, weshalb ich mein Bild dahinter getackert habe. Das steht jetzt erstmal da. Normalerweise soll das dann noch hier über diesen über diesem Rand hängen, dass es tatsächlich so ein bisschen aussieht wie ein Fenster. Die Farbe, naja, die ist immer noch nicht ganz so das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber da sie jetzt nicht mehr so pissgelb ist, bin ich zufrieden und ich kann damit leben. Genau. Ja, aber anschrauben tue ich es heute nicht mehr. Es ist spät und ich habe keine Lust mehr. Deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche, wann auch immer ihr das Video schaut. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.